Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, der DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 10. März 2022. Und eigentlich kann ich das gleiche erzählen wie am Vortag. So vom Bewegungsverhalten und vom Marktanlegerverhalten hat sich nicht viel geändert. Und ja, ich habe heute keine Nachrichten gesehen. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich gehe mal davon aus, der Weltfrieden ist wiederhergestellt. Die Truppen aus Russland sind wieder zurückgefahren oder keine Ahnung. Ich habe absichtlich nicht drauf geguckt. Das sind wirklich die Phasen, wo ich dann auch wirklich aktiv bewusst vermeide. Also bitte versucht auch nicht, mich darüber aufzuklären. Ich mache das wirklich mit Absicht, dass ich dann nicht mehr drauf gucke. Das ist unheimlich wichtig, dann in so den Phasen neutral zu bleiben. Ne? Da haben wir jetzt die letzten Tage immer mal wieder durchgesprochen. Aber in dem Moment, wo ich jetzt hier hingehen würde und das mit Nachrichten kombinieren würde und dann vielleicht denken würde, naja, jetzt hat er bloß 100.000. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist, ne? Aber mal angenommen, es hieß jetzt, es fahren irgendwie 50.000 Panzer zurück und es stehen aber noch 50.000 drinne, dann würde ich denken, naja, vielleicht ist das dann nicht gerechtfertigt und vielleicht kann er die Bewegung nicht machen und so weiter. Und dann würde ich das irgendwie einfließen lassen und mich am Ende selber bescheißen, weil von der Analyse wir wirklich klar, deutlich gesagt haben, unter 12.800 kann er wegklacken, aber alles, was über 13.200, über 13.260 geht, das kann hier rein, das kann bis sogar hier oben ran an die Channelkante. Haben zwar gesagt, dass ich da die Channelkante noch nicht am Mittwoch erwarte, das wäre ein bisschen zu viel, aber ein Drop hier oben rein definitiv legitim wäre und dass der Mittwoch halt auch gerne einfach bis zum Abend durchbeißt, ne, und einfach durchzieht. So, und der hat genau das gemacht, halt. Genau das gemacht, obwohl ich dann gestern nicht wusste und auch heute nicht weiß, was jetzt hier für Nachrichten drin sind. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, ich brauche das auch gar nicht, auf die Nachrichten irgendwo zu gucken. Wir haben auch hier unten unsere ETFs gekauft, ne? Bei 12.500, die bei uns im Premium-Dienst drin sind, haben die Mail gekriegt hier. Die haben sogar am nächsten Tag nochmal eine Erinnerung gekriegt, dass sie nochmal bei 12.500 stand, so nach dem Motto, hey, wer es gestern verpeilt hat, wir haben jetzt nochmal die letzte Chance, hier mit reinzusteigen. Das haben wir dort gekauft, weil dort technisch wichtiges Niveau ist und ein möglicher Bewegungsabschluss, halt ein schöner Wellenabschluss da war. Und davon auszugehen war, dass ein neuer Impuls hier einfach gesetzt wird, ne, nach oben, ne, eine schöne Antriebswelle sich drücken kann. 670, 14.100, das waren alles die Ziele, die wir uns zum Webinar schon ausgeguckt haben am Samstag. Ich weiß, das ist für nicht alle, aber es sind ja auch viele von euch, die hier schauen, eben bei uns mit dabei, gucken da tiefer mit rein und von daher hat das eigentlich wunderbar geklappt. Wir haben uns vorgenommen, stand letzten Samstag bei 12.500 ETFs zu kaufen, haben wir ein bisschen gezielt auf, oder haben uns vorbereitet, ne, auf Anstiege, die dann Erholung, Anstiege, haben uns klar gesagt, hey, woran erkennen wir das? Ich weiß, das ist für euch jetzt hier alles ein neues Gebiet, aber ich will euch bloß nochmal zeigen, dass der Markt auch in Nachrichten, auch wenn man selbst auf die Nachrichten gar nicht guckt, trotzdem technisch einwandfrei läuft. Und wir haben am Montag gesagt, am Samstag, also hier, bevor der hier war. Wir gucken uns den Montag an, 12.500 Niveau, wo wir kaufen wollen. Wenn wir an einem bestimmten Zeitpunkt, einer bestimmten Uhrzeit, ein neues Tageshoch bekommen, gehen wir davon aus, dass die Woche eine Long-Woche wird, also steigen kann. Und die Ziele dafür waren eben die 670 und die 14.100. Und puff, ist das da halt, ne? Und das am Montag. Ich weiß nicht, was heute für Nachrichten gekommen sind, aber der Markt hat es auch schon am Montag gewusst. Beziehungsweise der Chart hat eigentlich die Nachrichten gemacht halt, ne? Und von daher will ich mit euch gar nicht drüber sprechen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht informiert, habe mich auch bewusst nicht schlau gemacht, möchte es auch bitte nicht wissen, bitte werfen wir das jetzt nicht irgendwie YouTube-Kommentaren zu. Ich gucke da ja doch immer mal mit rein. Auch für den Fall, dass da Fragen auftreten. Weil es beeinflusst mich einfach und ich versuche mich wirklich aktiv, bewusst in so einen Phasen jetzt vom Nachrichteneinfluss zu machen, weil ich sag mal, in solchen Bewegungen ist auch ganz, ganz, ganz typisch, ne? Sagen wir mal, die haben jetzt gestern Frieden unterzeichnet. Es mag jetzt blöd rüberkommen, weil ich wirklich nicht geguckt habe und ich darf aber auch nicht gucken, ne? Weil ich mache mit euch technische Analyse, ich mache keine Fundamentaldatenanalysen, das heißt, ich darf mich nicht beeinflussen lassen von Nachrichten, denn wenn ich technische Signale analysiere, dann unterstelle ich dem Markt, dass diejenigen, für die die Nachrichten wichtig sind, entsprechende Käufe oder Verkäufe platzieren, die ich dann anhand der Kerzen ablesen kann und mir daraus mein Bild, die Wertung des Marktes erkenne. Das ist Chartanalyse. Wenn ich das jetzt kombiniere mit irgendwas anderem, verunreinige ich mein Analyseprodukt oder beziehungsweise meine Analyse
und verfälsche das dadurch. Ne? Deswegen ist das für mich wirklich ganz, ganz wichtig, in dem Bereich hier neutral zu bleiben und mich jetzt hier nicht verfummeln zu lassen. Und ich kann das nur jedem von euch empfehlen. Es hilft. Es hilft einfach immens, auch an so einem Tag dann einfach mal auf Long zu drücken. Auch wenn vielleicht gar keine Nachrichten kam. Vielleicht kam ja gar nichts. Ich weiß es nicht. Vielleicht kam ja gar nichts. Von wegen Frieden, Freude, Eierkuchen, Friedensvertrag, Panzer abgezogen, alle wieder zurück, alle wieder auf Start und man reicht sich jetzt die Hand. Und der Markt ist trotzdem gestiegen, weil. Das kann man dann halt traden. Das fällt einem unheimlich viel leichter, als wenn man die ganze Zeit da irgendwie dann irgendwo reinguckt und sich da irgendwie beeinflussen lässt. Und was ich eben gerade noch sagen wollte, ist, dass es auch ganz typisch ist, dass so eine Meldung kommt, der Markt hochläuft und am nächsten Tag wird dann diese Meldung negiert. Und dann denken die Leute plötzlich, der Markt macht das dann komplett wieder zurück, kaputt. Und er macht Lust aber gar nicht. Dann macht einen kurzen Rücklauf und dann steigt er weiter. Ne? Und deswegen ist es wirklich ganz gut, da einfach nicht drauf zu gucken. Das ist mir an der Stelle einfach nochmal wichtig zu betonen, weil es wirklich auch genau so ein Moment ist, wo ich es ganz aktiv wirklich versuche zu vermeiden, um da entsprechend neutral zu bleiben. Und vom Verlauf her, das ist perfekt gelaufen. Also so eine Woche wie heute, also die kriegt man auch nicht oft geschenkt. Ne? Das ist schon wirklich mal ein Segen, dass er das so schön wegspult. Auch die Triggerpunkte bringt. Und wie gesagt, ich kann. Habe eingangs im Video gesagt, was ich an Marktverhalten gesehen habe und was ich an Anlegerverhalten habe gesehen, ist genau wie ähnlich am Vortag. Verfummelt euch doch da nicht die ganze Zeit dann irgendwo in so einer Bewegung drin halt, ne? Ich habe so viele gesehen, die den ganzen Tag irgendwo bei uns noch Short drin geputzt haben. Ich konnte auch gar nicht mehr drauf gucken. Das tut einem im Herz weh, weil die Leute wissen es doch alles. Und dann schreibt man denen und dann schreibt man und die putzen das sind trotzdem noch weiter. Da kann, also mehr wie auf die Finger hauen kann man halt nicht, ne? Da muss jeder für sich selber mal erkennen, macht es Sinn, was ich mache? Verdiene ich damit Geld? Oder sollte ich vielleicht mal an mir arbeiten, dass ich irgendwie was ändere? Ne, damit eben irgendwann auch mal Geld rauskommt. Aber ich kann nur darauf hinweisen, ich kann nur zeigen, ich kann auch auf die Finger hauen. Aber wer da Bock drauf hat und wer drauf steht, hier wirklich das Geld an die Wand zu klatschen, dann tut es mir auch irgendwo leid halt. Ne? Also ich bin da, ich kann die Hilfe geben, die kann man auch gerne abrufen, man kann uns auch Mails schreiben und so weiter. Wir sind da für jeden da halt. Ne? Wir nehmen uns auch die Zeit, nehmen uns, beschäftigen uns mit jedem. Wenn er die Hilfe möchte, bekommt er die. Na, aber ich renne niemanden auch auf Dauer hinterher und sorge dafür, dass er auch wirklich dann das Geld nach Hause trägt, wenn er sich partout weigert, Empfehlungen dann eben anzunehmen. Also, ne, dann sage ich einmal was, dann sage ich zweimal was, dann sage ich dreimal was und wenn dann nicht irgendwo ein bisschen ein kleiner Lerneffekt zu erkennen ist, dann verliere ich auch ein bisschen die Lust dann an mit demjenigen zu arbeiten, wenn er dann nicht mehr aktiv auf mich zurückkommt. Also das nur dahin nochmal, wie gesagt, wir sind wirklich bereit, jedem Hilfe zu bieten. Mir ist bloß wichtig, das muss von euch ausgehen. Darum geht es halt einfach, ne? Das ist das, was ich sagen will. Ihr sitzt, seid die, die am Ende auf den Knopf drückt und ihr seid die, die am Ende das Ge Ergebnis verzapfen können oder auch begünstigen können. Und das ist wirklich, das ist eine gute Woche gewesen halt, ne? Also wer sich da ruiniert hat, das ist unnötig einfach halt, ne? Das ist wirklich unnötig gewesen. Also insbesondere auch, wenn man da von uns Mails bekommen hat und sowas. Gut, okay. Viel Erzählerei. Wie geht's jetzt aber weiter? Wie geht's jetzt weiter? Also, der Donnerstag hat natürlich, der Mittwoch hat natürlich unheimlich viele Shorts jetzt reingeladen. Ich würde fast davon ausgehen, dass wir die erstmal noch kicken. Das heißt, dass wir am Donnerstag auch nochmal drüber steigen. Ne? Dass wir nochmal einen Hoch drüber setzen und uns dort ein bisschen zur Seite rumeiern. Schön auf den Nerv treten über die Achse Ungeduld. Das ist der schwächste Punkt des Menschen. Ne, auf der Ungeduld spielen, irgendwie hochstellen, 14:50 und einfach 3, 4 Stunden zur Seite stehen bleiben. Das wäre der Hit. Ne? Dann würden so viele sagen, oh, jetzt steigt ihr dann doch oben wie weiter und keine Ahnung, brechen ihre Longs und brechen ihre Shorts aus dem Vortag alle ab im Minus und dann rast jetzt die ganze Kiste am Nachmittag wieder runter. Weil genau das ist das, was man am Donnerstag ein bisschen im Auge haben muss. Donnerstage schlagen oft sehr stark seitwärts aus, kommen aber oft auch wieder zurück. Ne? Also. Das eine und das andere ist sehr oft der Fall. Sie schlagen sehr oft aus und kommen oft zurück. Das ist keine Oder-Bedingung, sondern eine Und-Bedingung. Das heißt, beides tritt sehr häufig auf. Das kann sich zum Beispiel auch so auswirken, dass unser DAX sehr, sehr, sehr dynamisch fällt, zu Beginn vielleicht. Und viele denken, ah, sie kriegen jetzt ihre Position wieder raus. Und dann macht er einen Finten-Schlag, wie hast du nicht gesehen, der dreht sich so schnell wieder hoch und zieht dann komplette volle Banane von irgendwo hier in der Mitte wieder volle Möhre hoch und stellt sich oben irgendwo raus. Und das kann dann durchaus schon eine 14.100 werden. Das kann aber auch ein Satz drüber werden. Die 270 ist sehr wichtig, 300 ist sehr wichtig. Und ich sag mal, im totalen Extrem haben wir oben bei 14.670 auch noch ein offenes Gap. Und eine 200 gleitenden Durchschnitt hier. Ja, und von der Tagesbewegung müsste er dafür nicht einmal so viel machen, wie er es am Mittwoch gemacht hat.
Ja, das heißt, wenn hier vielleicht in den Nachrichten ein Verdacht war und der bestätigt sich jetzt am Donnerstag, ja, und das ist noch gar nicht eingetreten, was der Markt hier jetzt eingepreist hat und es kommt, kann das durchaus passieren, dass wir jetzt hier entsprechend noch einen Schwab einfach drüber bekommen und der hat das Potenzial, der kann bis da hoch. Das darf man nicht vergessen, ne? Auch so aufwärts gap und dann durchziehen. Also ich würde ihm auf der Oberseite auf jeden Fall Fahrt geben. Ich würde ihm Platz lassen. Ich habe wichtige Marken bei 14.100, bei 2.70 und eigentlich hier oben die 6.70. Ne? 14.670, das sind so die drei Anlaufpunkte, die ich auf der Oberseite noch sehe, wenn sich unser DAX stark bleibt. Das heißt, wenn jeweils das eine Level bricht, auch deutlich per Stundenschluss überboten wird, würde er sich dann immer wieder das nächste freimachen. Und im Idealfall, wenn er dann von oben nochmal drauf zurückkommt auf den 14.100, dreht es wieder hoch, sind das auch super lange Chancen dann auf die nächsten Ziele hin. Den Platz würde ich hier oben einfach geben. Ne, den kann er sich holen. Momentum hat er genug. Shorts schiebt er. Der wird eine übelste Shortlawine vor sich herschieben. Also, wenn ich das schon bei uns gesehen habe, wie viele wirklich so massiv darauf vorbereitet wurden, dass da ein richtiger Schub nach oben kommen kann, dass wir eine Erholung bis 6,70 und 14.100 bekommen, die darauf vorbereitet wurden, dass der DAX oberhalb von 210, wir haben das gestern so markant, auch gestern Abend nochmal eine Mail rumgeschickt, ne? Wir haben so markant geschrieben, dass wir ganz, ganz, ganz wichtig am Donnerstag, nee, am Mittwoch die 210 für uns würdigen. Und alles, was über 210 ist, habe ich gesagt, ist für mich absolut kein Short mehr dann. Ne? Weil der dann richtig durchziehen kann. Und dann kommt das und dann guckt man so rein und was handeln die Einzelnen und wo melden sie sich, was haben sie für Themen und dann immer short, 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 short. Dann kriegst du eine Macke manchmal halt, ne? Das muss, Entschuldigung, ich muss das auch manchmal so sagen, weil sich viele einfach selber im Weg stehen halt, ne? Und die müssen einfach mal ehrlich zu sich selber sein und mal gucken, hey, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier eigentlich? Muss ich an so einem Tag hier Haus und Hof verlieren? Muss ich da mein halbes Depot irgendwie an die Wand klatschen? Muss ich das denn die ganze Zeit dagegen buttern? Oder kann ich nicht einfach mal dieses Stück Ego zurückstellen und sagen, okay, fuck off, der Markt hat immer recht, ich bin Loser, ich habe nichts zu melden, ich ordne mich absolut unter, ich, keine Ahnung, ich bück mich, wenn der das sagt. Jetzt, das klingt jetzt ganz blöd gesagt, ne, aber so ist es am Endeffekt. Ich muss mich im Markt absolut unterordnen, sonst bringt es dir nichts. Wenn ich nur versuche, stur mich dagegen zu stellen, dann macht er irgendwann, macht er mich richtig schnackig. Und dann das hätte keiner durchstehen. Weil der sitzt immer am längeren Hebel. Aber wenn ich mich stetig jeden Tag umorientiere, jeden Tag auch gegebenenfalls einfach meine Meinung anpasse, weil ich sehe, der Markt macht was anderes wie das, was ich haben wollte, dann kann ich schön mit der Bewegung mitschwimmen. Und das ist nicht kompliziert, ehrlich. Ja, also wirklich, es ist nicht doll schwer, es ist einfach bloß dieses innere Schweinehund, dass man, wenn man glaubt, der Markt ist schon weit gelaufen, sich halt nicht einfach pauschal dagegen stellt. Und am besten auch Stop-Loss und Minus nachkaufen und so. Ihr kennt das alle, wir haben da auch Videos bei uns auf der Seite zu, ne, wo genau sowas beschrieben ist, dass es einfach nicht funktioniert und auf Dauer irgendwann zum Totalschaden führt. Und es ist vermeidbar und es ist nicht schwer, das zu vermeiden. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man wirklich schon mal, dann hat man schon mal viel gekonnt. So, okay, also. Jetzt nochmal, was erwarten wir für morgen? Was erwarte ich für morgen? Ich erwarte für morgen prinzipiell erstmal eine Seitwärtsbewegung. Es kann durchaus sein, dass wir auf dem Niveau komplett kleben bleiben hier oben, weil der hat so eine fette Shortlawine vor sich her. Der kann sich da richtig dran satt fressen, ne, dass wir einfach hier in einem erweiterten Bereich hier oben irgendwie zirkulieren, im Bereich 14.100 wieder runterdrehen. Dann, keine Ahnung, was haben wir hier unten? 4,65, 5,30, das würde schon vollkommen reichen, hier auf die Kerze hier da links so ein bisschen drauf. Ne, so wie der Pfeil das hier eigentlich zeigt, ne, 4,50, 5,30. Einmal noch abarbeiten und dann von dort aber gegebenenfalls schon wieder deutlicher nach oben reagieren, fast wieder zurück auf Einstand laufen und hier vielleicht nachrichtenseitig eben das gekippt wird, was hier hochgekommen ist, ne, die Erwartungshaltung dann gar nicht bestätigt wird über die Nachrichten und der Markt aber trotzdem dann eben wieder da oben kommt und hier in den Bereich schließt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten ist hier bei 3,50 dann noch was oder 3,60 viel mehr. Ne, gute Unterstützung und alles, was tiefer geht als 3,50, 3,60, würde ich dann schon als deutliches Wegdrehen klassifizieren und dann einen Gap-Close erwarten, der dann bei 13.015 ist. Und ich sag mal, wenn wir von hier jetzt wieder an den 13.15 fallen, geht auch nochmal auf 13, auf 12.500 zurück. Ja, also, wenn er das hier fallen lässt. Also, wenn er hier nochmal auf die 13,15 fällt, dann geht er auch hier und dann macht er bestimmt sogar noch einen Schwapp drunter. Dann hätten wir nämlich hier auch bloß wieder ein tieferes Hoch stehen. Ne? Also, zack, 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 tieferes Hoch,
Tieferes Tief, Abwärtstrend weiter gültig. Na? Das wäre so das, was ich primär erstmal erwarten würde. Sehe ich aber, dass der DAX zum Beispiel per Stundenschluss über die 14.100 drüber rennt, ne, und hier weiter auf Druck ist, weiter auf Zug ist. Man richtig sieht, die Leute, die haben immer noch Kaufstress, die haben ein paar Panik, die wollen ja einfach rein in den Markt. Die sind eben nicht wie wir bei 12.500 eingestiegen, sondern die suchen jetzt noch irgendwie panische Einstiege. Der kann da durch, der kann da bis 14.445, der kann bis 14, 6.70, 14.700. Wo ist das Gap? Bei 14.670 ist das Gap. Punkt. Na, das wäre dann für mich das Ziel. 14.000. Warte mal. 14.660. Nein, nicht 14.670. Okay, also, deswegen. Stundenschluss über 14.100 für mich der Trigger nach oben. Ansonsten seitwärts hier eingeplant. Rücklauflevel genauer anschauen. Na, also sei das hier eine 6,70, sei das eine 5,30, 4,50, das sind alles schöne Stationen jetzt. Selbst in 3,50, wir haben fast schon einen Tacken zu viel, sind alles gute Supportzonen, die jetzt am Donnerstag nochmal erreicht und eben auch deutlich aufdrehen können, weil wir haben richtig krass impulsive Bewegungen drin. Da kann man davon ausgehen, wenn der jetzt hier nach unten dreht, dass da auch nochmal Käufer dann nachträglich aufspringen. Egal wie die Nachrichtenlage ist. Na? Und achtet da schön auf die Stundenkerzen. Die geben insbesondere bei der Volatilität schön die Richtung vorne. Man sieht das auch hier. Grün, 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 grün. Ne? Wer da dann die ganze Zeit Short gegenstellt, Pech gehabt. Gut. Okay, also seht mir das nach, dass ich da auch manchmal ein bisschen scharferen Ton einfach oder vielleicht dem einen oder anderen auch wirklich ein bisschen zu sehr in die offene Wunde reinsteche. Aber das ist halt auch wirklich der Moment, wo man das machen muss, weil irgendeiner muss es machen. Und ganz viele andere machen das einfach nicht, dass man über sowas mal redet, offen redet, ne, über diese klassischen Trading-Fehler. Und die sind uns instinktiv in die Wiege gelegt. Ja, das hat jeder. Auch ich habe früher so getradet. Auch ich habe sowas gemacht. Auch ich hätte an so einem Tag einen Short nach dem anderen gemacht, hätte den Chart totgestarrt wie im Blöder, hätte schon fünfmal gesagt, jetzt machst du keinen Trade mehr, hätte das Handy wieder weggelegt. 2 Minuten später hätte ich das Handy wieder in der Hand gehabt und hätte wieder einen Short reingetreten, weil ja wieder eine kleine rote Kerze drin ist oder wieder irgendein Fibonacci-Retracement erreicht ist. Und das hätte ich bis zum Abend durchgemacht, dann wäre hier runtergekommen, dann hätte ich vielleicht auf die letzte Minute noch einen neuen Short eröffnet und zack, wäre wieder 30 Punkte hochgegangen. Und ich hätte gekotzt wie am Strahl und würde jetzt mit Tunnelblick in den Abend reingehen. Sehr kritisch jetzt über die Nacht immer mal wieder auf irgendwelche Nachtindikationen gucken und morgen würde ich im Strahl kotzen, weil mir die ganzen Positionen dann mit dem nächsten Hoch rausfliegen. Das wäre früher Martin gewesen und das ist unnötig, das ist sinnlos. Und umso eher man sowas wegbekommt und wirklich versucht mit der Bewegung zu handeln, mit dem Trend zu handeln, umso eher wird man einfach profitabel, das ist halt einfach so. Und an so einem Tag, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist halt so, ne? Da haut es entweder die einen raus oder man kann sich bestätigt fühlen. Ne? Aber auch für diejenigen, die bei uns jetzt hier auch im Dienst mit drin sind, ne? Ich schreibe das morgen auch nochmal früh per Mail. Einen definitiven Punkt, wo man auch mal wirklich zufrieden sein soll und es dann auch in den Folgentagen nicht übertreiben muss, ne? Weil dieses Drehen im Kopf, das ist immer schwierig. Wir haben ja davon gesprochen, dass das hier schwierig ist, wenn der Markt hochdreht. Dass dann viele verlieren können, weil sie noch zu sehr im Short festhängen. Ja. Und das kann runter zu jetzt genauso passieren, dass viele jetzt noch zu sehr im Long festhängen und nachher dreht sich die ganze Möhre wieder komplett nach unten durch und rasselt hier bis auf ein neues Tief. Und dann verlieren die Leute die Gewinne, die sie jetzt hoch zu wieder gemacht haben. Das ist auch unnötig. Ne? Also deswegen, wer hier jetzt gut mitgekommen ist, Long, ist fast meine beste Empfehlung, Donnerstag sein lassen. Wirklich. Würde ich nicht anders machen. Ne, wenn ich die gute Gewinne an dem Tag habe, hoch zu, ich glaube, ich würde den Donnerstag komplett weglassen und dann vielleicht Freitag nochmal gucken, ob man sich gibt oder bestenfalls vielleicht Montag, dann ist man wieder ganz frisch im Kopf und kann neutral reingehen. Und das Neutrale, das ist ja das Wichtige. Ja, gut, okay. Ich weiß, Video ist heute wieder länger, viele mögen das nicht, aber ich muss das machen. Das macht ja kein anderer. Ne? Und das ist einfach wichtig. Man muss darüber sprechen. Das sind so Tage, da zerhauen sich die Leute die Depots. Immer wieder das Gleiche. Da kriegst du von, egal ob Maurer, Professor oder gar keinen Schulabschluss und gar keinen Beruf, das machen alle das Gleiche. Da ist keiner schlauer als der andere. Es ist egal, ob du 10 Millionen auf dem Konto hast, 500.000, 5.000 oder nur 100 Euro auf dem Trading-Konto. Es machen alle die gleichen Fehler. Immer. Immer. Und immer und immer wieder. Ne? Und so eine Sachen, die sind vermeidbar, die kann man sich einfach abtrainieren. Man muss bloß aktiv einfach damit anfangen. Ja, und das will ich einfach bloß antriggern.
um euch da ein bisschen zu helfen und vielleicht über die Chartanalyse hinaus Ja, doch. einfach ein bisschen Mehrwert mitzugeben. Ja, weil wie gesagt, viele andere, die rattern einfach ihre Kurse durch und fertig ist. Ne? Aber mir ist es wichtig, dass ihr da eben auch irgendwie mitkommt halt, ne? Also nicht das ganze Geld an die Wand klatscht, das ist mir einfach zu schade für. Das brennt mir in der Seele, wenn ich sowas. Also wirklich, wenn ich so Leute sehe, die das Klingel zum Fenster raushauen, das verbrennt mir die Seele. Dafür musste ich in meinem Leben zu hart für mein Geld arbeiten, als dass ich sowas mit schmerzfrei angucke. Das schmerzt mir. Das fügt mir seelischen Schmerz zu, wenn ich solche Leute angucke. Ich muss dann da ab einem gewissen Grad auch einfach weggucken. Ich ertrag das nicht. Das ist für mich wie Folter. Ne? Wenn du Leuten sagst, geh doch long, probier doch mal, handel, und er sagt, nee, ich bin zu stur, nee, ich mach noch mal Short, nee, ich mach noch mal Short, nee, ich mach noch mal Short. Gut, okay, ich glaube, merkt man. Punkt. Thema aus, erledigt, hab alles gesagt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.